Willkommen im Marbus Kochstudio. Heute kochen wir mal mit den altbekannten Devok aus Höhle der Löwen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe beim Aufräumen meinen schönen Devok wiedergefunden. Den hatte ich mir mal vor Jahren irgendwie da erkunkelt oder sonst sowas und auch ein paar Mal benutzt. Also das Ding macht schon so ein bisschen Spaß. Und alleine wenn es nur darum geht, man sitzt auf seinem Sofa, hat das Ding auf dem Couchtisch stehen und bastelt sich beim Fernsehgucken vom Prinzip her sein Essen. Also, ob man es braucht, steht auf einem anderen Blatt, aber darum soll es jetzt hier auch gar nicht gehen. Mir geht es erstmal hauptsächlich darum, dass ich ein Deckelchen für das Ding haben möchte. Und wenn ich original bei Devok mir einen kaufe, bin ich 50 Euro los oder 40 Euro. Ich verlinke euch mal das ganze Zeugs dann auch unten und das ist mir eine Nummer zu viel. Also, deswegen habe ich mir jetzt hier ein bisschen Holz rausgesucht, ein bisschen Cebrano, weil soll ja nun auch ein bisschen bunt sein. Und wenn das mit dem Deckel funktioniert, dann muss ja hier auch der Buchengriff weg, dann kommt auch noch einer aus Cebrano hin. Aber erstmal probieren wir den Deckel aus. Also, ganz, ganz einfach. Ich habe schon ausgemessen, das Ding hat 15 cm, 15 cm Kreis, auf der Bandsäge 15 cm ausgeschnitten, bliblablub. Ich hätte es ja gerne gedrechselt, weil es einfacher ist, bloß, wie gesagt, ich habe kein Backenfutter für die Drechselmaschine, also werde ich es ganz einfach dann auf der Drehbank bearbeiten. Aber das seht ihr jetzt auch alle gleich. Deswegen, ich würde sagen, ich fange erstmal an.
Deckel ist fertig. Wie ihr gesehen habt, habe ich ihn jetzt auf der Drehbank gemacht. Habe jetzt hier auch nochmal, kann man es erkennen? Ich hoffe ja, eine Rundung reingemacht, dass man ihn halt leichter greifen kann. Und jetzt zweimal geölt. Mal sehen, ob das so jetzt alles hält oder ob er irgendwann mal durch die Hitze hier Risse kriegt. Aber ansonsten, Deckel habe ich schon mal. Und da das jetzt, glaube ich, ein ganz langes Video geworden ist, werde ich den Griff im nächsten Video machen. Also sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!